Hallo Leute und willkommen zurück zu Dr. Care's Family Practice. Wir starten direkt mit der nächsten Herausforderung. Gedächtnistraining. Präge dir ein, was die Kinder bestellt haben. Okay, das schätze ich mal relativ einfach ein, denn immerhin haben wir hier noch nicht so viele Möglichkeiten. Von daher sollte das hoffentlich gut machbar sein. Lisa ist auch wieder dabei, die uns mit Rat und Tat und vor allem Besen zur Seite steht, um hier alles sauber zu machen. Das ist für dich und du bekommst den Sattel. So, dann mit kassiert. Und was kann ich für dich tun, meine Liebe? Dir bringe ich einmal den Zahnkoffer. So, dann machen wir dem Pferdchen mal wieder schicke Zähne. Und du bekommst das Fieberthermometer. Okay, dann kann ich doch da jetzt eigentlich direkt eine Kombo machen. Ach Leute, ich wollte doch mehr auf Dreier-Kombos wieder setzen, ne? Habe ich doch gesagt. Stimmt, habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Wäre nämlich mit ihm jetzt auch möglich gewesen. Ach, und ich lasse ihn kassieren, ne? Beziehungsweise ich lasse ihn gehen. Mann, warum mache ich das? Da ist die Bürste. Die ist erstmal für dich. Dann suchen wir die Kletten in der wunderschönen Mähne. Und für dich haben wir Handschuhe und Reitstiefel. So, du kommst jetzt auch. Gut, kannst sowieso nicht bestellen, deshalb muss ich kassieren. Und Lisa an die Arbeit. Für dich gibt es einmal den Helm, das ist ja relativ easy. Dann warten wir nochmal, ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen auffüllen. Und was bringe ich dir? Den Verband. Ach, da kommt auch schon der nächste, sehr gut, der gleich auch bestellt. Dann kriegen wir da endlich mal wieder eine Dreierkombo hin. Na komm, nicht, dass das Herz da noch abhaut, das wollen wir nicht. Schaffen wir das noch? Das schaffen wir. Sehr schön. Fantastic. So, der nächste junge Mann mit goldener Lockenpracht. 1, 2, 3 Möhren und 1, 2, 3 mal Strom. So, das ist schon mal für dich. Und was machen wir mit dir? 1, 2, 3 davon und einmal den Reithelm. Ja, ob das jetzt noch hinhaut? Mit den Herzen, wir gucken einfach mal. So, wie viele Kletten haben wir? 2. 1 und 2. Das sieht doch gut aus. Stern Nummer 2 haben wir auch sogar schon. Das ist ja wunderbar. So, Lisa an die Arbeit. Handschuhe und Reitstiefel. Was kam nochmal als nächstes für ein Kapitel? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal nachschauen. Also Blutdruckmessgerät. Dann nehmen wir den Reithelm schon mal mit. Und kann ich dir auf dem Weg noch was bringen? Du bekommst die Bürste. Ja gut, komm. Das machen wir jetzt einfach mal so. Auch zwei Kletten. Juhu, geschafft. Gehen wir danach schon mit der Mutter aufs Schiff? Nee, oder? Das glaube ich ja nicht. Hier, Lisa, kannst dich noch mal kurz an die Arbeit machen, damit du auch ein bisschen nützlich bist. Juhu, geschafft. Da gucke ich doch jetzt gleich direkt mal nach, weil ich neugierig bin. Ach, dann geht's in die Medizinabteilung des Aquariums. Okay. Ach Quatsch, wir gehen ja auch erst später aufs Schiff, natürlich. So, Kaninchenkatastrophe. Fange alle Kaninchen. Was ist denn da los? Warum sind die Kaninchen ausgebrochen? Vor allem, warum hier im Pferdestall? Jack, du bist wieder da. Wie war dein Trip nach New York? Jetzt umarmen die sich wieder so komisch. Jedes Mal. Ich musste einige Angelegenheiten klären. Wie geht's dir? Ich bin hin und her gerissen. Eine Delfingeburt. Das wäre schon echt toll. Aber die Dinge laufen so gut. In der Klinik und zwischen uns. Ich weiß es nicht. Ich will dich ja nicht allein lassen. Was rede ich da eigentlich? Ich muss eine Klinik leiten. Ich kann nicht einfach so davonlaufen wie eine Studentin. Falls ich dich irgendwie unterstützen kann, gib mir Bescheid. Die Kaninchen, sie sind schon wieder ausgebrochen. Ob die wohl einen Klopömpel für den Ausbruch genutzt haben, Jack? Was? Wieso das denn? Wir müssen vorsichtig sein, sonst... Uah! Okay, also die Kaninchen sind... Kann ich Jack wirklich alleine lassen, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist? Ja, hallo, warum denn nicht? Aber gut, also die Kaninchen sind ausgebrochen. Im Tierheim oder in der Klinik, ich weiß es gar nicht. Und jetzt plötzlich treiben die sich hier auf dem Ponyhof des Waisenhauses rum, ist das richtig? Wie kann das sein? Wie hängt das alles zusammen?
Achso, halte zuerst den Schwamm, okay, und dann rubbeln und dann halte den Schlauch und ziehe. Gut, das kriegen wir hin. Habe ich jetzt schon die Stiefel? Nein. Und wir müssen 1, 2, 3, 4, oh, Kaninchen fangen. 3, 4, 5 sogar. Ich hab's doch schon. Sehr gut. So, eine gemischte Kiste für dich und einmal eine Möhrenkiste. Bitteschön. Dann lasse ich dich nochmal ein bisschen stehen. Ich habe jetzt gerade gar nicht darauf geachtet, ob die Kaninchen hier irgendein Geräusch von sich geben, weil ich gerade geplappert habe. Jetzt werden uns nach und nach immer mehr Zähne. Na komm, was möchtest du? Du möchtest den Reithelm? Ich hab's gesehen, da unten. Da unten am Fass. Mann, ich war aber zu langsam. Ich hoffe, dass es nochmal wiederkommt. Kaninchen, komm zurück. Bitte, wo seid ihr? Ich sehe gerade noch keins. Ah, da ist es. Okay, sie machen auf jeden Fall Geräusche. 1, 2, 3. Oh, ich hoffe, ich habe es nicht schon vergeigt. Ach, und ich wollte doch auf Dreier-Kombos warten. Mensch. Oh, und ich muss alleine sauber machen. Und ich habe 3 Kletten. Okay, 1, 2, 3. Kaninchen? Gerade nicht, oder? Da unten. Da ist es wieder. So, dich lasse ich noch einen Moment stehen. Dann, was haben wir für dich? Das Fieberthermometer. Das geht zum Glück relativ schnell. Ah, ich kassiere aber jetzt, sonst verliert sie dann noch das Herz. Das wollen wir nicht. Oh, Moment, habe ich ein Kaninchen gesehen? Nein, das war die komische Windmühle. 1, 2, 3. Das Windrad, da ist ein Kaninchen. 1, 2, 3. Wie viele brauche ich noch? 1. Okay, das kommt ja gleich bestimmt nochmal wieder. Und für dich ist dann der Schwamm. Wie war das? Halte den Schwamm drüber reiben und einfach sauber machen. Okay. So, da freut sich das Pony. Was kann ich für dich tun? Die Handschuhe. Da ist das letzte Kaninchen. So, jetzt nur noch die 3 Sterne, dann bin ich happy. Und dir bringe ich einmal den Verband. Aber dank der Kapitelübersicht wissen wir auch schon, wie Amy sich entscheidet, dass sie sehr wohl mit ihrer Mutter zusammenarbeiten wird. Da wird es bestimmt das ein oder andere Mal noch ein bisschen Stress geben, aber okay. So, Blutdruck messen, alles wunderbar. Hier nochmal aufräumen, nochmal schnell kassieren und den nächsten Stall sauber machen. Die nächste Box, die nächste Station, wie auch immer. Du, sehr schön. Das ist mit Abstand das seltsamste, was ich je getan habe, bis jetzt. Hier wird es nie langweilig. Die armen Tierchen, habt ihr sie alle fangen können? Vor allem habt ihr sie alle fangen können? Das war unmöglich. Sie waren seit ihrer Ankunft hier schwer beschäftigt. Nun ja, wenigstens sieht es so aus, dass ihr einen Großteil einfangen konntet. Ich glaube langsam, dass du einen größeren Käfig brauchst. Wenn du willst, könnte ich einen für dich bauen. Weißt du was? Das Angebot nehme ich gerne an. Jetzt hat der Jack ja noch weniger Zeit, sich um unsere Klinik zu kümmern, wenn der auch noch selbst dabei ist, einen Käfig zu bauen. So, Herausforderung, Sunny. Auch Sunny heißt sie. Braucht heute eine Sonderbehandlung. Kümmere dich darum, okay? Bedeutet wieder nur die Sunny, also keine anderen Pferde? Nein, anscheinend nicht. Okay, nur Minispiele mit der süßen Sunny, die einfach mal... Hallo, 2 Kletten im Haar hat und die natürlich auch dreckige Zähne hat und die natürlich auch einen Verband braucht und die geschrubbt werden muss, das darf man ja nicht vergessen, also schön abbrausen und noch mehr Kletten, Mensch, 1, 2, 3 und nochmal schrubben, Mensch, Sunny, warum machst du dich so dreckig, warum brauchst du so viele Verbände, na, komm schon und nochmal die Zähne. Also die typischen Sachen, so wie Hufe auskratzen, gibt's hier nicht. Also, finde ich das mit den Zähnen, jetzt ehrlich gesagt ungewöhnlicher. Ich hätte jetzt mit Hufe auskratzen gerechnet. Ah, na gut. Bin mal gespannt, was da bei den... wir haben einen vergessen. Was da bei den Delfinen so alles ansteht. Ich hoffe nicht so komisches Delfintraining und so. Finde das nicht gut. Ich bin ein Gegner von Delfinarien und ach, Zoos generell, aber wer ist das nicht heutzutage, ne? Also eigentlich ja doch.
schon die meisten Leute. So haben wir es gepackt, Level 9 mit einer Entscheidung. Zerrissen. Ginger versucht auszubrechen, sorge dafür, dass sie in ihrem Stall bleibt. Ginger, was ist denn mit dir los? Oh, schaut mal, die beiden Kinder hier oben, die kennen wir auch. Oh, sie durchwühlt jetzt die Akten, oder? Mit der Haarspange? Kriminelle Energie, die Lisa. Wow, ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Akte so dick war. Meine Geburtsurkunde. Heather Fox? Das ist der Name meiner Mutter. Jetzt muss ich nur noch die Adresse finden. Ich muss verschwinden, bevor Maria mich erwischt. Wird der Name meiner Mutter ausreichen, um sie zu finden? Oder soll ich die Akte mitnehmen und nach mehr Informationen suchen? Aber dann könnte Maria mich bemerken. Wir nehmen die Akte mit, aber auf jeden Fall, ja klar. Ich habe keine Wahl. Ich muss sie mitnehmen, wenn ich meine eigene Mutter je wiederfinden will. Und, bemerkt die Maria das? Glück gehabt, würde ich sagen. Das muss also die berühmte Ginger sein, von der mir Arthur erzählte. Was für eine Schönheit. Wenn du etwas Yucca einsetzt, könntest du die Schwellung reduzieren. Das ist... Wow, daran habe ich gar nicht gedacht. Danke, ich werde etwas bestellen. Ich muss wieder zurück zum Aquarium, Amy. Ja, das dachte ich mir schon. Danke für die Einladung und so. Es gibt da etwas, was ich dir nicht gesagt habe. Shira hat einige Probleme in ihrer Schwangerschaft. Es ist nicht nur, dass es eine seltene Gelegenheit ist, Amy. Du bist eine unglaublich talentierte Tierärztin. Du hast eine Gabe, genau wie ich. Ich brauche deine Hilfe, Amy. Was noch viel wichtiger ist, Shira braucht deine Hilfe. Ich muss an meine Klinik denken. Wie auch immer du dich entscheidest, ich werde es verstehen. Lass es mich einfach nur wissen. Okay. Hat die gute Amy schon mal überlegt, ja komm, das kaufen wir, vielleicht einfach eine Woche oder zwei Wochen oder wie lange auch immer diese Geburt hier anscheinend dauert, denn das hört sich ja alles so an, als wäre das keine Sache von ein paar Stunden, sondern irgendwie, keine Ahnung, für mega lange. Hat die gute Amy schon mal überlegt, ob sie vielleicht Überstunden macht und einfach zwei Wochen knallhart durchzieht und die Klinik und das Aquarium leitet, beziehungsweise sich um die Ginger, um die Schwangerschaft kümmert. Bleibst mal hier, du freches Pferd. Achso, das... Ah, okay, das hat sie vorgezogen. Okay. Ja, nee, aber ich gehe davon aus... Hallo, Karl. Es wird doch alles darauf hinauslaufen, dass der Jack das hier leitet, oder? Der hat's doch voll drauf. Der ist ein cooler Typ, der ist ein guter Tierarzt. Und ja, den Job in New York hat der doch auch gar nicht mehr, oder? Der arbeitet doch jetzt voll bei Amy mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ansonsten muss halt auch mal die alte Kristen irgendwas machen. Oder eben Lisa. Die ist doch auch gar nicht schlecht. Die hat doch auch drauf. Zumindest das Putzen. So, einmal die Zähne sauber machen. Und Lisa macht das, was sie am besten kann. So, Ginger, ich hindere dich mal daran auszubrechen. Und füll mal eben kurz den ganzen Kram hier auf. Handschuhe und Stiefel. Schöne Reitstiefel übrigens, muss ich ja sagen. Die gefallen mir. Ginger, bleibst du wohl hier? Freches Pony. So, schöne Stiefel für dich, mein Lieber. Dann warten wir noch mal ein bisschen, bis sie sich entschieden hat für den Schwamm. Da können wir Brownie ein bisschen säubern. Na, komm schon. Ja, da freut sich Brownie. Ginger, komm nicht auf doofe Gedanken. Was können wir für Sunny tun? Sunny hat ein paar Kletten in der Mähne. Das ist ja nicht so schön. Oh, sogar sehr viele. 1, 2, 3, 4, 5. Eben Ginger in Schack halten. Dann schnappen wir uns den Helm. Awesome. So, komm schon. Bestell endlich, bevor Ginger abhaut. Warte, mein liebes Pony.
So, das ist für dich. Hier können wir auffüllen. Warum auch immer. Einfach so just for fun. Und wir nehmen den Helm noch mal kurz mit und 1, 2, 3 davon. Und für dich gibt's einmal den Schwamm. Und Lisa rund auf. So, meine Liebe, kannst du hier auch noch machen? Dann gehe ich mal davon aus, dass wir das Kapitel auch durchspielen werden in dieser Folge. Wie läuft es mit deiner Mutter? Ehrlich gesagt, recht chaotisch. Ich denke, dass sie es ernst meint, aber keine Ahnung, vielleicht hat sie sich ja geändert. Es ist schön von dir zu hören, Amy. Achso, das von dir. Das mit Doppel-S in dem Zusammenhang, Lisa, also bitte. Es ist schön, das von dir zu hören, Amy. Aus Erfahrung gesprochen, kann ich dir nur raten, dass du so eine Chance ergreifen solltest. Wie ihr seht, habe ich das richtig verwendet. Du denkst nie über deine... Du redest nie über deine Familie, Jack. Sag schon! Bah, sag schon! Das stimmt. Also raus mit der Sprache. Naja, ich habe dich ja auch nie über deine reden gehört. Wie ist denn deine Familie so? Meine Eltern sind einfach absolut umwerfend. Sie sind ständig auf Reisen, aber sie haben immer Zeit für mich. Ich habe zwei Schwestern und wir stehen uns sehr nah. Ihr werdet sie auf meinem Geburtstag kennenlernen. Party, Party! Okay. Ich hoffe wirklich, dass wir die in diesem Let's Play kennenlernen werden. Du hast die tägliche Herausforderung freigeschaltet. Okay, werde ich aber vermutlich in diesem Let's Play nicht tun. Muss ich das? Kann ich auch irgendwas anderes anklicken? Ich glaube, ich muss mal kurz reinschauen. Aber wie gesagt, spielen werde ich die nicht, weil das ist eigentlich nicht wirklich nötig, sage ich mal. Ja, wir lassen es jetzt einfach und spielen erstmal die nächste Prüfung. Entferne keine Produkte vom Tablett. Okay, dürfte auch nicht schwer sein. Mache ich ja relativ selten. So, komm, direkt mal aufstocken. Aufstocken, Amy, gib Gas. Der Tag hatte begonnen. So, wir haben die Stiefel. Und was haben wir für die junge Dame? Mit den schönen blauen Augen. Eine gemischte Gemüsekiste. Inklusive Stroh. Und einmal die Kletten für Sunny. Vor allem die Kletten für Sunny. Wo treiben sich diese Pferde eigentlich rum, dass sie täglich so viele Kletten im Haar haben? Also bitte, was soll das eigentlich? Für dich sind die schönen Reitstiefel. Ja, da freut ihr euch ganz doll. Na komm, füllen wir auch direkt mal wieder auf, wenn wir jetzt nur noch ein paar haben. Lisa! Wie hieß die Mutter? Heather Fox, ne? Den haben wir aber noch nicht gehört, den Namen, in einem anderen Spiel, oder? Weil ich habe ja immer das Gefühl, hier hängt so einiges zusammen, aber Heather Fox sagt mir gerade auch nichts. Ich denke, wir werden sie früher oder später kennenlernen. Na, Brownie, hast du wieder dreckige Zähne? Und du bekommst einmal die Äpfel. Awesome. So, kannst wieder putzen gehen. Und du bekommst den Reithelm und die Mütze. Kann es übrigens sein, sich die Musik in den Teilen nie ändert? Oder liegt das einfach nur daran, weil es immer so monoton und gleich ist? Waren das die Dr. Kehrs-Teile, wo wir zwischendurch mal gar keine Musik hatten? Da gab es nämlich auch irgendein Spiel, wo zwischendurch einfach so gar nichts war. Das war immer sehr, sehr merkwürdig. Oder war das ein Angela-Teil? Ich weiß es gar nicht. Aber gut. Leute, übrigens, ich habe das ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, von wegen neuer Hearts Medicine-Teil und so. Ja, das habe ich natürlich auch schon gesehen, dass der für Android und iOS schon raus ist. Also, dass man auf dem Handy und auf dem Tablet spielen kann. Die Sache ist die, auf dem Handy und auf dem Tablet werde ich nicht spielen, beziehungsweise nicht davon aufnehmen. Und von daher müssen wir wohl oder übel warten, bis dann die PC-Version da ist. Ob das jetzt die Steam-Version ist oder wie gesagt direkt bei Gamehaus, da bin ich jetzt auch Mitglied. Also vermutlich kommt es dann zuerst bei Gamehaus raus und dann können wir spielen. Ich habe auch letztens mal auf der Facebook-Seite geguckt. Da fragen natürlich immer relativ viele Leute. Und die Entwickler bemühen sich da anscheinend auch, das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, dass auch endlich PC-Spieler das spielen können.
Und ich gehe davon aus, ganz so lange wird das auch nicht mehr dauern. Von daher, ja, ich weiß nicht, vielleicht im Dezember oder so? Könnte ich mir vorstellen, dass man noch zu Weihnachten ein tragisches Hearts-Medicine-Erlebnis hat. Ob man will oder nicht, keine Ahnung. Aber das Spiel soll ja auch ein bisschen anders sein, habe ich schon gelesen. Aber gut, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und wir spielen auf jeden Fall noch Level 10. Gewinne alle Minispiele mit der besten Wertung. Na, manchmal bin ich da etwas zu langsam. Zeit deines Lebens. Okay, seltene Delfinkälbchen auf die Welt zu bringen, wäre ja schon ziemlich cool. Amy, ganz ehrlich, du belästigst all deine Mitmenschen mit dieser einen Frage, ob du es tun sollst oder nicht. Jetzt entscheid dich einfach. Ganz abgesehen von der Zeit, die du mit deiner Mutter verbringen könntest. Darüber lässt sich streiten. Meine Mutter kann schon sehr anstrengend sein. Naja, niemand ist perfekt. Hey, ich könnte ja mitkommen, wenn du willst. Nur so eine Idee. Wirklich? Ja, sicher. Es wäre eine Art Betriebsausflug oder so. Warte, aber was ist mit der Klinik? Wir können nicht beide gehen. Jack und Crystal springen doch ständig für uns ein. Für einen gewissen Zeitraum könnten sie das auch Vollzeit tun. Warum auch nicht? Es sei denn, sie bringen sich in der Zwischenzeit gegenseitig um. Ah, da freut sich sogar Ginger. Ach ja. Gut, gut. So, das können wir uns nicht leisten. Dann starten wir doch mal ins letzte Level. Und ich muss wirklich gucken, dass ich hier bei den Minispielen nichts vergeige. Nicht zu hektisch bin, nicht zu langsam bin. Nicht wie blöde den Mauszeiger suche. Das wäre auch nicht so gut. So, hier, gemischte Gemüsekiste plus einmal Reitstiefel. Dreier-Kombo machen wir jetzt nicht. Wir bringen Sunny den Schwamm. Oh, das sieht noch gut aus. Hui. Hat noch geklappt. Sehr gut. Was kann ich dir bringen, mein Lieber? Auch die schönen Reitstiefel. So, schnell nochmal auffüllen. Oh, Karl, da unten ist er. Ach, Lisa, ich bin so froh, dass du mitkommst. Keine putzt so gut wie du. So eine gute Freundin und Putzfrau, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Aber das bedeutet ja, dass die Crystal hier arbeiten muss in der Zwischenzeit. Oh Mann, ob die das so hinkriegt? Weil das sind ja hier alle super tierliebe Menschen und so, aber die Crystal doch eigentlich nicht, oder? Die hat doch da diesen komischen Hund. Oder hatte die eine Katze? Weiß ich nicht. Dieses komische Etwas auf jeden Fall. Naja, wir werden es ja sowieso nicht mitkriegen. Wir sind mit der Delfingeburt beschäftigt, was höchst spannend wahrscheinlich wird. So, deine wunderschöne Mähne. Eine fehlt doch noch. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir den Reithelm und die Apfelkiste. Aber ich muss sagen, wir sind ja jetzt am Ende des ersten Kapitels. Trotzdem noch relativ einfach, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben ziemlich wenig Gegenstände hier zur Verfügung. Also, es sind jetzt ein paar mehr, klar, als in den ersten Leveln. Aber ich stelle jetzt keinen extrem krassen Schwierigkeitsgradanstieg fest. Huh, Leute, ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass das Spiel abgestürzt ist, weil der Sound so komische Geräusche gemacht hat. Ich so dachte, oh nein, da muss ich das gleich nochmal spielen, das Level. Aber es sieht ja ganz gut aus. So, Stern Nummer 2 haben wir auch. Alles super, alles toll. Und zum Glück bis jetzt nicht ganz so viele Minispiele, die ich hätte vergeigen können. Das sage ich jetzt so, ne? Und wisst ihr was, genau jetzt passiert mir das. Knapp. Knapp, aber wir haben es gepackt. Sehr cool. 3 Sterne haben wir auch, das bedeutet 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und dann kassieren wir auch direkt. Dann kann Lisa nämlich nochmal schnell sauber machen. Awesome! So, du hast 3 Kletten, 1, 2, 3. So, dann kannst du... Oh Gott, ich dachte gerade schon, der Sound, das hört sich wieder so komisch an. So, Lisa hat sauber gemacht, alles super. Du hast das erste Kapitel abgeschlossen. Juhu. Darf Ginger jetzt nach draußen? Wird sie wieder gesund werden? Ich glaube, dass Ginger endlich soweit ist, um wieder frische Luft zu schnuppern. Was denkt ihr? Ja!
Können wir mit ihr über die Wiese rennen? Seid nur bitte vorsichtig, damit ihr Bein nicht überansprucht wird. Kommt, Kinder, gehen wir mit Ginger hinaus und lassen sie eine Weile herumrennen. Also, werden wir dich nächste Woche bei der Kontrolluntersuchung von Ginger wiedersehen? Oder gehst du auf diese Reise? Ich bin mir noch nicht sicher. Immer diese Umarmung. Vielen Dank, dass du unsere Ginger gerettet hast. Sie ist ein Teil unserer Familie geworden. Und wie auch immer du dich entscheidest, ich wünsche dir viel Glück. Ganz ehrlich, die wird es doch schaffen, nächste Woche einmal vorbeizukommen. Ich weiß, dass das viel verlangt ist, aber Lisa und ich werden nicht länger als eine oder höchstens zwei Wochen fort sein. Du musst dir nicht Sorgen machen, wir schaffen das hier. Aber natürlich wirst du uns fehlen. Da ich das Sagen habe, wird hier natürlich alles sowas von glatt laufen. Schließlich darfst du es dir nicht entgehen lassen, Baby-Delfine zu sehen. Oh, jemand muss während meiner Abwesenheit auf Josie aufpassen. Das übernehme ich, aber nur, wenn du mir hunderte Delfin-Selfies schickst. Ja, ganz bestimmt wird sie das tun. Smile, smile. Ich werde packen, damit ich früh schlafen gehen kann. Aber ich gehe nachher noch mit Angela aus. Oho. Ich vermisse dich jetzt schon. Das ist eine großartige Gelegenheit. Und ich rede nicht nur über die Delfine. Schließlich ist auch da auch noch deine Mutter. Ich liebe dich, Jack. Du wirst ja nicht lange fort sein. Auf dich wartet die beste Erfahrung deines Lebens. Oh oh. Du wirst mir helfen, sie zu retten. Das ist alles deine Schuld. Ganz ehrlich, der Jack und die Amy und alle anderen, die tun so, als wäre die plötzlich am anderen Ende der Welt und für 5 Jahre weg oder so. Aber gut, Leute, beim nächsten Mal geht's weiter in der Medizinabteilung. Was haben wir nochmal? Dann wieder Amys Klinik. Och, ja, okay. Dann Bildungszentrum. Oh, da werden hier die Delfine bespaßt wahrscheinlich. Dann haben wir das Schiff, genau, und dann sind wir im Wildpark, Wildtierschutzgebiet. Das könnte ganz cool werden. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!